Grüß euch. Hallihallo zum Überblick heute. Ja, hallo und herzlich willkommen. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben ja einen Außenkorrespondenten hier, die Genau. nächste Zeit mit Joshua. Alles findet unter etwas schwierigen Bedingungen statt. Also wenn es heute technisch vielleicht etwas Schwierigkeiten geben sollte, dann liegt es vielleicht daran, dass Joshua in Kanada sitzt und wir das alles jetzt hier so machen müssen. Und aber das soll uns nicht hindern, ein tolles Programm heute auf die Beine zu stellen. Richtig. Genau, ich meine, ich glaube, hier und da mal ein kleines Problemchen kann natürlich kommen, wenn meine Wenigkeit über so ein Unterseekabel ja, auf die Bildschirme Europas gezaubert werden muss. Und wir reden ja nicht über unsere kleinen technischen Probleme hier, sondern wir reden. Über die großen Probleme der Welt. Richtig. Ah, guck mal, bin ich doch scheinbar gar nicht so weit, wie heißt das? Hab so einen so einen krassen Nachzug mit dem, was ich sag. Aber gut, starten wir rein. Wir haben ja heute ist ja wieder einiges Großes passiert auf der Welt. Genau, zack, zack. Und wir beginnen auch mit dem großen Thema, was ja die Welt mal wieder im Atem gehalten hat. Und zwar die aktuelle Eskalation zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel. Ja, was ist da passiert? So, also es war halt wirklich eine der abstrusesten und abgefahrensten Geheimdienstoperationen, die man jetzt im 21. Jahrhundert gesehen hat. Also wirklich Wahnsinn gewesen, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, mit dem Anschlag, den Israel halt ja, verübt hat im Libanon, mit den tausenden Explosionen und den entsprechenden Verletzten und Toten. Und jetzt halt dieser Eskalation, die darauf folgte, also die weitergehenden Konflikte und sich immer ausbreitenderen Gefechte. Ja, genau. Das Besondere dabei ist ja, ich weiß gar nicht, ich habe mir jetzt mal aufgemacht, jetzt sehe ich ja auch, wo wir gerade hier was wir uns angucken, weil ich leider über das Programm, was wir haben, nicht direkt auf die Beiträge Zugriff habe. Aber wie ich sehe, gucken wir kein Video dazu, ne? Richtig. Gut, sehr gut. Ich muss mich gerade noch dran gewöhnen, weil aus irgendeinem Grund ist gerade mein gesamtes Twitch auf Türkisch. Das mag vielleicht mit der Familie, bei der ich gerade bin, zu tun haben. Aber ja, das Besondere dabei war ja, und weiß ich noch, dass ich total schockiert war, als ich das erste Video davon gesehen habe, was ein bisschen rumging, wo einfach ein älterer Mann auf einem Markt rumläuft und auf einmal explodiert seine Hosentasche. Und ich weiß noch, irgendwie Pager, dachte ich erst, okay, also entweder ist das jetzt wieder so eine Story, bei der man zu viel reinliest und das ist einfach nur irgendein Fehler, oder es ist der Mossad. Und jetzt wissen wir, es war der Mossad. Denn es war ja so gewesen, dass der Hassan Nasrallah der Hezbollah ja angeraten hat, dass eben oder durchgesetzt hat, dass keine Mobilfunktelefone mehr eingesetzt werden sollen zur Kommunikation, sondern dass man eben auf ein internes Pager-Netzwerk umsteigt. Und das hat der Mossad ja dann eben ausgenutzt, um eben präparierte Pager eines bestimmten Types dann über ja so Unterfirmen, die kontrolliert werden, dann eben an die Hezbollah zu verkaufen. Und ja, die wurden jetzt in einem koordinierten Schlag dann explodieren lassen. Ich glaube, das ist in zwei Wellen, meine ich, passiert, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und Also ich glaube später dabei, dann, ja. also nicht nur, nicht, es waren dann nicht nur Pager, sondern dann auch Funk, Stimmt, Walkie-Talkies, das war die Walkie-Talkies, genau. zweite Welle. Da hast du absolut recht. Ja, das sind ja jetzt, glaube ich, auch inzwischen 42 Menschen dabei ums Leben gekommen. Und das Gleiche ist ja dann auch in Schlag auf Schlag passiert mit der Ermordung von einem
oder von dem führenden Hezbollah-Militärchef in Beirut war das. Ja. Ich meine, wir haben ja, glaube ich, vor gar nicht so langer Zeit darüber gesprochen, welche Effektivität solche Schläge dann halt jetzt zum Beispiel, also jetzt zum Beispiel gegen die Hezbollah halt haben, dann halt zum Beispiel so Führungsköpfe oder so ausgeschaltet werden. Da haben wir auch so ein bisschen ja, kontroverser darüber diskutiert, welchen Zweck das Ganze jetzt hat oder nicht. Und erstmal kann man wirklich festhalten, ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt dieser Schlag ein tatsächlich effektiver, wenn man es jetzt rein militärisch erstmal betrachtet, gegen die Hezbollah halt ist, weil ich meine, es ist halt das interne Kommunikationsmedium gewesen, was dort angeschafft ist. Dementsprechend wird das auf jeden Fall einiges durcheinander bringen. Außerdem gab es ja auch einen krassen Militärschlag nochmal jetzt vor kurzem, der auch einen führenden Kopf wieder von der Hezbollah umgebracht hat. Das ist natürlich die eine Sache, aber die schon relevantere Frage ist natürlich, dass es, und das ist auch ganz klar der Terminus, den man dafür verwenden muss, einfach sich um einen krassen Terroranschlag halt von Israel handelt, der halt ganz willentlich und wissentlich Tausende von Zivilisten in Mitleidenschaft zieht. Also unabhängig davon, den konkreten Menschen, die getroffen sind, ist einfach diese psychologische Wirkung auf so eine gesamte Bevölkerung, wenn im ganzen Stadtgebiet oder sogar im ganzen Land halt überall gleichzeitig Detonationen völlig aus dem Nichts kommen. Das ist ja vollkommen unvorstellbar. Also, ja. Ich meine, das ist ja so ein bisschen auch das, was den Mossad als Geheimdienst auszeichnet. Also, Israel hat ja sowieso immer als Militärdoktrin auch verfolgt, dass man nicht proportionalen Schaden beim Feind als Rache anrichtet. Und das ist ja auch so ein bisschen auch das, was der Mossad im Endeffekt gezeigt hat, durchs internationale Agieren. Man schert sich auch nicht immer so darum, wie stark das jetzt irgendwelche Gesetze vor Ort bricht oder internationale Gesetze dadurch gebrochen werden. Und selbst wenn es eben bei Staaten sind, die offiziell eigentlich befreundet sind. Und gleichzeitig hat man natürlich auch immer wieder gezeigt, dass man fähig dazu ist, global zu agieren. Und ich glaube, das, was jetzt eben, das schließt ja auch alles so ein bisschen dran an. Wir hatten ja auch schon die Ermordung vom Hamas-Chef gehabt. In Teheran war das ja. Wir hatten mehrere Undercover-Aktionen während des Krieges gehabt in anderen Ländern, wo noch nicht genau klar war, ist das jetzt dem Mossad zuzuschreiben, ja oder nein. Und das gerade, was jetzt da passiert ist, das zeigt ja, das ist ja wirklich einfach nochmal so ein richtiges Aufzeigen von, wenn wir wollen, dann können wir euch aber richtig, richtig schaden. Und gleichzeitig würde ich es auch tatsächlich so sehen, neben diesem stark abschreckenden Faktor, den das natürlich jetzt hat, dass es auch einfach wirklich materiell an die Substanz langsam geht. Weil es gab ja beispielsweise neben jetzt dem Angriff in Beirut auf den Hezbollah-Militärkommandeur gab es auch die Zerstörung von Hunderten von Raketenwerfern. Also gerade nutzt Israel auf jeden Fall diesen Krieg, um seine nichtstaatlichen, vor allem eben seine nichtstaatlichen Feinde halt auch materiell so zu schwächen, dass sie eine geringere Gefahr auch auf die Dauer im Zuge dann, falls es jetzt nicht zu einer weiteren Eskalation nach dem Krieg kommt. Ja, trotzdem ist es natürlich auch sehr wichtig, darüber zu sprechen, worüber dann halt nicht gesprochen wird, weil da sind sich ja fast alle Militärexperten, sag ich mal, einig, dass das jetzt halt wirklich auch Schläge sind, die auch militärisch gesehen effektiv sind. Aber man muss sich ja halt eben fragen, was richtet sowas langfristig an? Weil, also, das ist ja immer bei diesen Sachen so, wenn da halt so, solche Schläge, die halt so fundamental auch ziviles Leben angreifen, dann kann natürlich auch die Hezbollah das propagandistisch für sich enorm nutzen, weil es dann ja auch letztendlich, also weil man dann ja auch dann tatsächlich, wenn jetzt halt die Stellungnahme, die jetzt die Hezbollah abgegeben hat dazu, die man dann zum Teil dann halt auch hier gehört hat, ja, es stimmte halt auch einfach, was da gesagt wurde, dass es halt, ne, dass es halt eine grausames Attentat war und so weiter und dass dann halt eben das entsprechend sehr gut für die Hezbollah verkaufbar ist in der eigenen Bevölkerung, dann da auch
davon wieder zu profitieren und dann auch gegen Israel weiter vorgehen zu können. Ja, ich meine, man muss dazu sagen, es ist ja wirklich kein Geheimnis mehr, dass die Hezbollah, auch wenn sie natürlich immer noch diesen schiitisch-konfessionellen Charakter hat, keine Frage, ne? Es inzwischen einfach so ist, dass sehr, sehr viele Libanesen, egal welcher religiösen Zugehörigkeit, die Hezbollah als die Kraft des Widerstandes ansehen. Das war ja schon vorher so. So. Aber das hat jetzt einfach mit diesem Kampf, mit diesem Krieg noch mehr zugenommen. Und innenpolitisch kann die Hezbollah sich auf jeden Fall dadurch natürlich stärken. Aber man muss auch dazu sagen, Israel hat ja viele feindselige Staaten und auch viele feindselige Milizstrukturen einfach klein bekommen durch genau diese Politik und durch diese Art der Kriegsführung. Es ist jetzt nicht so, dass die sich damit irgendwie in den Untergang manövrieren. Weil worauf die ja setzen, ist, dass einfach irgendwann Ermüdung einsetzt. Dass die Leute irgendwann genug davon haben. Dass sie sagen, ja, natürlich ist es irgendwie vielleicht richtig, was da gemacht wird mit dem Widerstand gegen Israel. Aber es ist uns das einfach nicht wert, wenn es jedes Mal bedeutet, dass unsere Städte komplett niedergebombt werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine Lösung ist, die aufgeht, weil diese Spirale der Gewalt ist ja einfach dann schon eine Realität. Und wenn halt du von Kindheit an mit dieser brutalen Gewalt des Krieges halt aufwächst, dann bestimmt das nun mal auch deine Realität. Und dann bringt das halt auch immer wieder neuen, ja, Terrorismus und Islamismus auch hervor, ne? Wie oft haben arabische Staaten Israel angegriffen? Kann man einfach sagen, oft, ne? Ja, sagen wir mal oft. Wie oft haben sie gewonnen? Und wie viele davon sind jetzt in einem neutralen Verhältnis oder sogar in einem Bündnisverhältnis zu Israel? Ja, es gibt tatsächlich ein paar. Ja, und das wäre eben dann so mein Blick darauf, warum ich denke, dass das auch eine funktionale Strategie für Israel sein kann. Ich sage nicht, dass es gut ist. Es ist ja auch sogar so, wenn man sich das anschaut, dass die Bevölkerung ganz häufig diesen Schwenk der Führung einfach nicht mitmacht und die Führung das einfach primär macht, weil sie wissen, sonst geht uns das hier langsam wirklich an die staatliche Substanz, wenn wir weiterhin hier unsere große, hier den großen islamischen Anti-Imperialisten vor Ort spielen. Aber deswegen, dahingehend würde ich schon sagen, dass es für Israel sich auch einfach als eine funktionierende Strategie erwiesen hat. Und es ist ja so, dass trotz der Kritik auch die USA, ich meine, die restlichen westlichen Mächte haben sowieso nicht den gleichen Einfluss, aber auch die USA trotz aller Kritik Israel erstmal so weitermachen lässt. Und ich glaube, solange Israel auch so weitermachen, machen gelassen wird, ist es auch so, dass sie natürlich diese Chance jetzt nutzen, um, ich nenne es jetzt mal einfach so, offene Rechnungen zu begleichen. Und dem Feind wirklich an die Substanz zu gehen. Ja. Sadi schreibt noch, dass die Hezbollah ja eine Partei ist und dass die Pager ja alle möglichen Leute in der Partei genutzt haben und nicht nur jetzt der militärische Arm oder so. Ja, und also klar ist die Hezbollah eine Partei mit entsprechender Ausrichtung, ja. Aber das kommt natürlich auch noch dazu. Soweit dann vielleicht als Einschätzung. Ich meine, wir werden das jetzt natürlich weiter überblicken, weil es ja jetzt tatsächlich eine realistische Option gibt, dass es deutet sogar ein bisschen was darauf hin, dass es eventuell jetzt halt so das Vorspiel sein könnte zu einer größeren Offensive. Gibt auch so Befürchtungen, dass es halt vielleicht zu einem Bodenangriff von Israel kommen könnte. Das ist natürlich jetzt noch in den Sternen, aber naja, es wird auf jeden Fall jetzt auch in 2 Wochen sicherlich wieder Thema sein, dass wir darüber sprechen werden. Ja, 2 kurze Sachen vielleicht noch dazu. Also einmal wird das auch aktiv in der israelischen Politik gefordert, dass man eben im Libanon wieder Bodentruppen einsetzt.
Und da muss man ja auch dazu sagen, das ist auch das, was Israel ja genau schon während der Zeit des libanesischen Bürgerkrieges gemacht hat. Die haben ja auch selber Proxys gehabt, die sie im Libanon aufgebaut haben, nämlich als christliche Kräfte vor allem und auch dort den Kampf geschickt haben. Und da muss man auch nochmal dazu sagen, das war auch mit die Zeit, in der, jetzt mal abgesehen von dem Konflikt in Gaza, es auch zu den, zu wirklich sehr, sehr problematischen Militäreinsätzen mit unfassbar vielen Toten kam. Und das wird natürlich das dann jetzt in absoluten zwischenstaatlichen Konflikt eskalieren lassen, weil da muss die libanesische Regierung sich auch nochmal dazu stellen. Und das andere ist, dass Hassan Nasrallah tatsächlich auch schon gesagt hat, dass er das eigentlich als einen ersten, jetzt nochmal so einen ersten richtigen Akt eines Krieges ansieht, aber er hat sich noch nicht dazu geäußert, ob das für ihn eine Kriegserklärung Israels sei. Also ich glaube, auch da ist man zumindest zu einem gewissen Grad noch zurückhaltend, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass der Iran ja auch bislang relativ zurückhaltend war und vielleicht auch, wie ich es schon mal gesagt habe, nicht mit Hezbollah seinen größten Proxy opfern möchte. Aber das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Dann gehen wir über, und zwar nach Sao Paulo. Da haben wir ein kleines Video mitgebracht. Da musst du jetzt einmal reinhören, Joshua. Ich starte jetzt das Video. Bist du bereit? Send my army. No, Captain. Bye. No. Nossos comerciais, por favor. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem, tá vendo? Não! Nossos comerciais, por favor. Okay, was ist da passiert? Ja, es handelt sich dabei um eine Auseinandersetzung. Ich muss gerade nochmal einmal nach dem Namen schauen. Ich hatte es jetzt nicht da laut gehabt. Das war nämlich der Mann, der mit dem Stuhl zugeschlagen hat. Das war José Luis Datena. Und das war jetzt alles im Zuge von der Bürgermeisterwahl von Sao Paulo passiert. Mhm. Und der Getroffene war eben der Pablo Marshall, heißt er, glaube ich. Mhm. Und es gab da einen Disput, weil eben der Pablo, das ist so ein ja relativ aktiver und umtriebiger rechtsradikaler Politiker in Brasilien, der sich eben vor allem dadurch bemerkbar gemacht hat, dass er mal dafür verknackt wurde, dass er Mitglied einer Gang war, die so Wirtschaftsverbrechen begangen hat, dass er unethische und rechtswidrige Unternehmensführung gemacht hat und gleichzeitig, dass er ein großer Feind von all dem ist, was so eine fortschrittliche Gesellschaft auszeichnet und was für Arbeiterrechte einsteht, grob gesagt. Nun ja, und der hat eben den Datena die ganze Zeit provoziert und hat ihm dann auch gesagt, dass er eben nicht Mann genug sei, um sich ihm so Hand zu Hand zu stellen. Und das ist halt dann eine Einladung. Wohl getäuscht. Das ist eine Einladung, der Datena dann eben nachgegangen ist. Und das war auch tatsächlich ein Angriff mit einem Metallstuhl und deswegen ist der Pablo jetzt auch im Krankenhaus. Das ist im Endeffekt ja auch einfach ganz gut sinnbildlich, um nochmal vor Augen zu haben, dass in anderen Ländern, sagen wir mal, parlamentarische Debatten deutlich aufregender geführt werden als in Deutschland. Aber auch darüber hinaus einfach dieser Konflikt zwischen so, jetzt sag ich mal so, Rechtspopulismus und oder auch noch weitergehenden rechtsradikalen Politikern und parlamentarischen Auseinandersetzungen geführt werden und auch immer heftiger werden, ne? Ja, im Endeffekt muss man ja auch sagen, es ist ja auch so, dass ganz viele rechtsradikale Politiker häufig
ja gerade mit diesem Image spielen von wegen und sehr viel Wert dann auf dieses männliche Bild von legen. Ich könnte jetzt, ich kann hier das natürlich, ich kann dich auch argumentativ zerlegen, aber wenn ich wollen würde, könnte ich dich jetzt auch mit meinen beiden Fäusten zerlegen. Und wenn man so will, weil diese Leute das ja recht häufig vor sich hertragen, dann könnte man sagen, es ist ja auch logisch, dass es ab und zu dann auch mal zu so einem Reality-Check kommt. Ja. ohne jetzt da irgendwas hier gutheißen, schlechtheißen zu wollen. Also natürlich wie nicht. Wie sprechen Rechte immer darüber, wie bestellt, so geliefert, ne? Ich würde sagen, damit das reicht auch als kleiner Einblick in die Ereignisse dort vor Ort. Ihr merkt schon, wir gehen heute ein bisschen schneller durch, weil Joshua ist ja auch mitten am Tag. Der will ja auch noch irgendwas heute sonst noch so machen. Weiß ich nicht, zum Beispiel aufs kanadische Oktoberfest oder so. Nee, das kommt noch, aber ich war heute tatsächlich schon bei einem Amish-Gottesdienst. Also ich experience hier die deutsche Kultur auf jeden Fall ziemlich intensiv. Weiter im Text. Ja, wir gehen über, und zwar nach New York. Das ist ein recht krasses Ereignis. Und zwar ist das halt was auch in dem Fall... Oh. Und danke dir, Fosco, für den Support. Ist eine Sache, die hier auch gar nicht berichtet wurde. Also ich habe darüber in Deutsch gar keine Berichte gefunden. Deswegen eigentlich umso spannender, darüber kurz zu sprechen. Und zwar gab es in New York auf einen Schwarzfahrer, also der ohne Ticket jetzt Bahn gefahren ist, haben vier Polizisten oder drei Polizisten, ich weiß gerade nicht genau, auf jeden Fall auf ihn geschossen. Der hat halt sich probiert, dann einer Kontrolle zu entziehen. Es ging da wohl um, ja, wie viel halt so ein Bahnticket da kostet. Ich glaube, $2,90 war, glaube ich, der Terminus. Und hat sich da probiert, der Kontrolle zu entziehen. Hat wohl auch ein Messer gezogen, aber ohne jetzt da konkret anzugreifen oder so. Und daraufhin haben dann die Beamten halt in der belebten U-Bahn-Haltestelle da angefangen, um sich zu schießen und haben halt auch tatsächlich drei oder vier Leute verletzt, inklusive auch einen Beamten wohl. Also ein ziemlich abgefahrenes Ereignis, was dann tatsächlich auch, deswegen hat die Spitze auch nochmal mit reingenommen, auch Proteste ausgelöst hat. Und das hat dann dazu geführt, dass halt Leute sich gedacht haben, okay, wir gehen mal massenweise schwarz fahren, um halt eben zu thematisieren, ja, wie kann es sein, dass hier mutwillig auf Leute geschossen wird, die vielleicht getötet werden wegen $2,90 Fahrschein. Das wird halt immer absurder und genau, ich zeige euch mal das Video von diesen Protestaktionen. Ja, das vielleicht als kleiner Eindruck. Offensichtlich auch im Rahmen von irgendeiner Palästina-Solidaritätsgeschichte geschehen, weil die Leute da alle mit Palitüchern und Fahnen rumlaufen und so. Ja, auf jeden Fall eine gute Reaktion, wie ich finde. Und halt, man sieht dann auch später, wie dann halt größere Polizeikräfte da kommen und dann halt auch die Leute daran hindern, da darüber zu springen. Aber wirklich unfassbare Ereignisse. Und das ist so wichtig, dann darauf aufmerksam zu machen und dagegen vorzugehen, dass sowas nicht einfach so geschieht und ohne Reaktion dann verhallt. Ja, unbeantwortet gelassen wird. Das ist wirklich wichtig, das stimmt. Weil das ist ja jetzt auch nochmal, gerade in diesem Kontext von dem, wie das passiert ist, anhand eben dieser Fair Evaders, ist das ja nochmal besonders krass einfach.
Ja, und dann würde ich sagen, lass uns doch zu unserem letzten internationalen Thema für heute kommen. Und zwar sprechen wir nochmal über Sri Lanka. Da haben nämlich tatsächlich Wahlen stattgefunden und ein neuer Präsident wurde gewählt. Da schauen wir auch nochmal ins Video zum Anfang rein. Die Journalistin und Buchautorin Katyana Amarasinghe ist auf dem Weg zum Wahllokal, ein kleiner Ort bei der Hauptstadt Colombo. Für Sri Lanka stehe heute viel auf dem Spiel, so die Autorin. Der neue Präsident müsse die tiefen Konflikte zwischen Ethnien und Religionen in dem Land lösen, die sich nach den Selbstmordattentaten mit mehr als 250 Opfern am Ostersonntag verschärft hätten. Most of all, I want Ich wünsche mir vor allem eine gute Lösung für das Minderheitenproblem im Land. Ich möchte in Sicherheit mit den tamilischen und muslimischen Nachbarn leben. Der aussichtsreichste Kandidat der buddhistisch-singhalesischen Mehrheit ist der frühere Verteidigungsminister Rajapaksa. Die Vereinten Nationen werfen ihm Menschenrechtsverletzungen während des Bürgerkrieges vor. Seiner militärischen Strategie wird der Sieg über die tamilische Unabhängigkeitsbewegung zugeschrieben, mit vielen Opfern, geschätzt darunter 40.000 tote Zivilisten. Rajapaksa liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Sajid Premadasa. Er ist Wohnungsbauminister in der aktuellen Regierung und hat sich bei der Bekämpfung der Armut einen Namen gemacht. Unser Land braucht Entwicklung und wir brauchen einen Präsidenten, der dafür arbeitet. Sri Lanka kämpft seit den Osterattentaten mit der schwersten Wirtschaftskrise seit 18 Jahren. Sie hat vor allem den wichtigen Tourismussektor getroffen. So. Es läuft auch bei mir kein Ton mehr, oder? Ja, alles gut. Jetzt. Ja, das tatsächlich ist ja die Wahl jetzt auch schon ausgegangen. Das war ja, wenn ich das gerade, ich hatte leider ein paar Verbindungsprobleme, wenn ich das gerade richtig gehört habe, war es ja noch ein Beitrag, bei dem es darum ging, dass eben es gerade auf die Wahl zuging, ne? Oh, ich habe gerade gesehen, ich sehe gerade, dass der Beitrag 4 Jahre alt ist. Das ist mir auch noch nicht Weil passiert. ich war auch verwirrt, weil, also es stimmt zwar, dass dass hier der Ja. Präsident, der da genannt wurde, der Rajapaksa, sein Sohn ist nämlich in der Wahl angetreten. Ja. Und ich meine, dass es nicht um ihn, sondern um den Vater ging. Und da war ich so ein bisschen. Okay, das ist mega wild, weil ich habe halt nur schnell noch vorher probiert, was zur Illustration zu wählen. Und jetzt haben wir uns einen 4 Jahre alten Beitrag angehört, der keinerlei Relevanz mehr hat. Aber auch gut, dann haben wir Also nochmal wie einen Überblick gesagt, über die Wahl davor bekommen. also ich kann auf jeden Fall sagen, der Premadasa und der Rajapaksa, zumindest Rajapaksa Junior, die waren auch beide bei der Wahl dabei. Aber Scheiße. ja, also ich weiß jetzt nicht, ob du es da hast, aber der Dissanayake, das war auf jeden Fall der gewonnen hat Das von habe ich der jetzt auch MPP. auf große Überschrift: Neuer Präsident mit marxistischer Vergangenheit. Ja, genau. Er ist nämlich von einer, und das ist ganz spannend, wenn man sich das anschaut, diese NPP, die hat, glaube ich, boah, die hat irgendwie, die müsste irgendwie 3 von 200 sitzen oder so. Ich schaue nochmal einmal kurz nach, ja genau, 3 von 225 sitzen im sri lankanischen Parlament haben. Und das ist schon, das fand ich total faszinierend, dass es der Präsidentschaftskandidat dann schafft. Also er hatte natürlich noch eine breitere Unterstützung, aber das ist schon sehr beachtlich. Und was eben ja auch schon gesagt wurde, es handelt sich hier nicht um irgendwie einen von ja, diesen klassischen liberal-konservativen Parteien, von denen es etliche in Sri Lanka gibt oder so einfach der politischen Mitte,
Und auch kein Kandidat der sinhalesisch-nationalistischen, leicht rechtsradikalen Großpartei, sondern eben ein, zumindest vom Parteiprogramm her, demokratischer Sozialist mit marxistischer Vergangenheit. Ja, wird ja auch groß getitelt. Linksrutsch und ja. Er formuliert einen Systemwechsel. Ja, vom, sagen wir mal, in diesem Fall dann eine Revolution vom Kopf aus. Du bist immer noch geschockt von dem Video, ne? Ja, das war wahrscheinlich so der größte Fauxpas, der mir bisher in diesem Format passiert ist. Aber ist halt manchmal so, ne? Das zeigt ja auch ganz gut, dass es auch einfach Themen gibt, wo wir uns selber auch immer Sachen erschließen. Das ist ja auch mal gut, das zwischendurch immer mal wieder zu sagen, dass wir hier nicht irgendwie die ganze Zeit nur so irgendwie so Experten in allem sind oder was weiß ich, wie das dann vielleicht manchmal wirken kann, wenn man so ein Format oder Podcast macht, sondern manchmal erschließen wir uns auch ja Sachen mit euch zusammen oder finden Sachen einfach interessant, nehmen sie mit rein und sprechen dann darüber. Genau, also was vielleicht auch noch ganz spannend ist, ist ja in diesem krisenhaften Kontext von dem, wo das jetzt passiert ist, wo es vielleicht auch sinnig ist, dass es jetzt zu so einem Linksrutsch kommen kann, weil im Endeffekt die ethnischen Konflikte, die ja gerade noch in diesem 4 Jahre alten Beitrag angesprochen waren, die waren ja zu dem Zeitpunkt auch noch ein bisschen frischer, einfach weil es zu diesen Anschlägen auf christliche Sri Lankaner kam, eben bei diesen Osteranschlägen durch Islamisten. Da ist das ja wieder aufgeheizt worden. Der Bürgerkrieg mit den Liberation Tigers of Tamil Eelam, der war ja schon zu dem Zeitpunkt eigentlich größtenteils beendet. Also es gibt natürlich noch Tamil Tiger Strukturen weiterhin, aber das ist ja auch trotzdem weiter in den Hintergrund gerückt, im Gegensatz zu dem riesigen Thema, was das die ganze Zeit war, als im Endeffekt dieses Land sich in einem konstanten internen Kriegszustand befunden hat. Und da ist es ja auch irgendwo sinnig, dass jetzt vielleicht auch so ein bisschen eine Möglichkeit da ist, um eben eine geeinte linke Perspektive für die Bevölkerung zu finden, einfach weil die großen Probleme mit Umwelt und vor allem Ökonomie eine viel größere Rolle gespielt hatten. Wir hatten ja auch in früheren Überblicken schon mal drüber geredet, dass es beispielsweise zu teils sehr hirnrissigen Politikentscheidungen kam, wie dieser Versuch, die gesamte Landwirtschaft auf ökologische Landwirtschaft umzustellen, was einfach zu einem riesigen Produktionseinbruch geführt hat und zu der Notwendigkeit, massenhaft zu importieren, was dann einfach ohne das Einkommen zu einer riesigen sozialen Krise geführt hat. Das Land hatte sowieso auch schon eine Währungskrise, was dann auch so einen massenhaften Import natürlich auch noch weiter dann befeuern und problematisieren kann. Und in dem Zuge ist natürlich so ein im Endeffekt demokratisch-sozialistischer, linkspopulistischer Kandidat vielleicht, wenn die interethnischen Spannungen nicht mehr so riesig sind, eine ganz interessante Wahl, weil das hatte ich nämlich auch noch mir dazu angeschaut. Die vorherigen Wahlen 2019 und 2022 hatte nämlich zuerst nur 3% und 1,3% geholt und jetzt eben die notwendigen 55 für dann die Wahl in der zweiten Runde. Davor gab es eben keine Mehrheit, deswegen gab es jetzt auch noch eine zweite Runde der Wahl. Ja, und Mighty schreibt auch noch, dass das sehr interessant sein wird, wie er mit dem IWF dann letztendlich umgeht, weil es da ja eine entsprechende auch Austeritätspolitik gibt. Und er hat auch, steht ja auch in dem Artikel ganz klar drin, dass er halt hier als einer seiner Ziele eben hat, dieses Rettungspaket, was da vom IWF aufgelegt wurde, neu verhandeln möchte. Und naja, das ist halt dann natürlich immer eine sehr, sehr große Schwierigkeit, weil diese Rettungspakete, diese Sparpolitik-Geschichten, die sind einfach eine unfassbare Geiselhaft für so ein Land, woraus man sich halt kaum befreien kann. Und was man halt auch tatsächlich mit so Reformen und Verhandlungen nur unwesentlich verändert bekommt, weil da ja einfach bestimmte
Zwänge über so ein Land auferlegt werden. Das hat man ja auch jetzt zum Beispiel gut bei Griechenland gesehen mit Syriza, die halt auch es ja nicht vermocht haben, auch in vielleicht sogar noch bessere Ausgangslage teilweise da gegen vorzugehen, obwohl das ja das zentrale Waffensprechen damals war und jetzt auch in diesem Fall so zu sein scheint. Naja, im Endeffekt ist es ja auch recht simpel, weil dann wird halt einfach die Finanzierung entzogen. Das ist ja im Endeffekt, dass du musst eine Strukturanpassung deines Landes vornehmen, teilweise natürlich auch im Interesse der Geldgeber des IWF, und dafür kriegst du dann halt eine Finanzierung zu marktunüblich guten Konditionen, die du dir sonst natürlich, wenn du jetzt bei anderen Kreditgebern nach Geld fragen würdest, so nicht bekommen würdest. Und das ist halt das, was dein Land und deine Ökonomie am Scheißen hält und dafür sorgt, dass du es wieder aufbauen kannst. Ja. Und das ist natürlich auch dann besonders schlecht jetzt für eine linke Regierung oder eine linken Kandidaten, der halt dann vielleicht probieren möchte, irgendwelche Formen von Sozialpolitik oder so zu machen. Und parallel... Das schmeckt denen überhaupt nicht. Ja, befindet sich das Land halt in einer Privatisierungsspirale von irgendwelchen meistens dann auch noch ausländischen Konzernen, die halt irgendwie probieren, das Land halt unter sich aufzuteilen. Ne? Ist natürlich schwierig dann. Ja, das vielleicht als kleiner Einblick, würde ich sagen. Oder hast du noch etwas hinzuzufügen? Nee. Okay, dann würde ich sagen, lass uns doch auf die lokale Ebene blicken. Und zwar haben wir mittlerweile ja 20.46 Uhr. Und das heißt, es müsste jetzt, haben wir die Ergebnisse aus Brandenburg? Ich habe die Seite nur aufgemacht und da ist mir so Ricarda Lang entgegengesprungen. Das war kurz unangenehm. Genau, haben wir die ersten. Albtraum jedes AfDlers. Guck mal einmal, ob es da erste Hochrechnungen gibt. Und anscheinend ist es so, dass mindestens vor einer Stunde die SPD wohl knapp vor der AfD tatsächlich rausgekommen ist. Was echt sehr interessant wäre, weil die AfD war ja schon in einigen, offensichtlich ist die wahlenbrandenburg.de-Seite etwas überfordert gerade, viele Zugriffe. Es gab ja schon einige, also eigentlich war es in den vorherigen Umfragen so, dass die AfD eigentlich immer vor der SPD war, mit einigen Prozentpunkten. Dann gab es jetzt nochmal ganz kurz vor der Wahl halt Umfragen, die dann das so gesehen haben, dass die SPD immer weiter zulegt und die AfD halt leicht verliert. Und jetzt anscheinend hat Neidmir, schreibt es auch gerade nochmal rein, danke, dass du hier ergänzt, weil irgendwie die Seite nicht aufgeht. Ich gucke mal, ob wir hier noch was finden. SPD 30%, AfD 29%. CDU 11 und BSW 13. Ja, hier habe ich es jetzt auch nochmal auf der Wiki-Seite. Also das bedeutet tatsächlich für aktuelle SPD-Verhältnisse ein sattes Plus von 4,6%, wenn es dabei bleiben würde. Die AfD legt mit den Umfrageergebnissen auch um 6,8% zu. Und dann halt noch BSW mit 13% als erstes Mal reingerutscht und alle anderen verlieren sehr deutlich. Und tatsächlich sind die Grünen auch rausgeflogen. Also es ist nur vier Parteien, die mit drin sind. Das ist jetzt eigentlich auch sicher. Also ich glaube nicht, dass sich da noch... das sind schon 3.661 von 3.925 Wahlbezirken ausgezählt. Das heißt eigentlich, dass die Grünen auch ziemlich sicher raus sind. Und das heißt, es ist nur CDU, BSW, AfD und SPD drin. Ja, es passt ja auch so ein bisschen zu dem, wie wir
schon mal über Brandenburg gesprochen haben. Brandenburg ist ja so ein bisschen das ostdeutsche Herzland, Kernland der SPD. Also das ist ja eigentlich seit der Wende immer unter SPD-Vorherrschaft gewesen. Was ja, glaube ich, auch in Brandenburg, wenn ich mich richtig entsinne, daran liegt, dass auch der Stolpe so einen großen Einfluss darauf hatte, eben der Chef der brandenburgischen SPD und langjähriger Ministerpräsident, der einfach als eben sowohl Bindeglied zwischen eben Verbindungen in die DDR-Behörden und aber auch die oppositionelle Kirche da immer einen recht guten Stand hatte bei allen Leuten, um in Brandenburg dann eben so einen sicheren Anker zu bieten. Und das ist ja auch vielleicht dann sogar in dem Sinne, wie die Ergebnisse jetzt da werden, ein Trend, den wir in anderen Bundesländern nur mit der CDU gesehen haben. Also was wir da ja gesehen haben, ist, dass auch die CDU als stark verankerte Partei in Sachsen sehr relativ gut gefahren ist, nicht so viel verlieren musste. Da kann man natürlich auch noch sagen, dass sie natürlich die größte Oppositionspartei einfach im Deutschen Bundestag ist und das dann auch nochmal Einfluss darauf genommen hat. Und bei den kleineren Parteien haben wir ja gesehen, dass die im Endeffekt massiv verloren haben und den großen Zuwachs dann eben zur AfD und zum BSW kam. Und hier könnte man vielleicht auch sagen, dass zwar, obwohl die SPD bundesweit super unbeliebt ist, sie als eben Regionalpartei scheinbar sehr stark punkten konnte und wir dann eben diesen Verlust dann jetzt bei der CDU und bei den ganzen kleinen Parteien sehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einige dann CDU-Wähler gab, die gesagt haben, okay, ich will jetzt SPD, damit die halt stärkste Kraft werden und vor der AfD stehen. Und man muss ja wirklich sagen, das ist halt für aktuelle SPD-Verhältnisse ein absolut krasses, grandioses Ergebnis für die. Also das ist wirklich, wirklich krass. Trotzdem ist auch natürlich das AfD-Ergebnis sehr gut. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Nur weil die AfD jetzt ganz knapp vermutlich nicht die stärkste Kraft wird, was sich vielleicht sogar noch ändern kann, weil nach der Auszählung sind es halt nur 0,5%. Also es ist übertrieben knapp. Ja, aber trotzdem ist halt eine Zunahme von über 6% schon auch ein sehr starkes Ergebnis. Ja, definitiv. Also das muss man ja auch nicht kleinreden. Man sollte auch nicht, das hatte ich ja damals auch schon bei dem Wahlsieg des Linksbündnisses in Frankreich gesagt, wo man dann gejubelt hat, wow, die gewinnen die Wahl und guck mal, die haben sogar irgendwie 2% Zuwachs oder so bekommen, während der Front National halt massiven Zuwachs hatte, aber einfach nur nicht die Wahl gewonnen hatte. Ähnliches hier, man darf jetzt solche, sagen wir mal, mit vielen Bedingungen verknüpften Siege für in Anführungszeichen linke Kräfte sollte man jetzt auch nicht hochjubeln, das ist irgendwie großer Triumph über die AfD, aber ich will auch einen sehr großen AfD. Anführungszeichen, also die SPD bitte betonen, dass die SPD keine linke Partei ist. Ich sag nicht, dass die SPD, was auch immer links ist, ich bin jetzt auch nicht irgendwie der größte Verfechter dieses Begriffes, dass ich sage, links ist nur, was mir irgendwie heilig ist oder so, aber ich glaube, alle Leute können ungefähr einschätzen, was ich von der, wie man immer so schön sagt, von der Kanzlerpartei halte. Der aktuellen Kanzlerpartei. Wahrscheinlich nicht mehr nach der nächsten Wahl. Dann hat noch wer von euch reingeschrieben, dass die Grünen vielleicht über Direktmandat reinkommen könnten, was auch interessant ist. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob jetzt halt die SPD mit dem BSW koaliert, wobei wenn, dann wahrscheinlich einfach mit der CDU, oder? Also ich glaube, haben die genug zusammen? Ich glaube nicht, dass sie auf eine Mehrheit der Sitze kommen, oder? Müsste wahrscheinlich wieder eine SPD, CDU, BSW sein, oder? Es kommt ja darauf an, wie man dann mit der Sitzverteilung rauskommt. Aber obwohl doch das könnte... Ja, ich glaube, es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie BSW und AfD sich noch verändern. Generell auch hier wieder interessant, dass die Wahlbeteiligung sehr hoch war.
Also in allen Wahlen, die wir jetzt erlebt haben für Ostdeutschland, war das ja auch tatsächlich so, dass die Wahlbeteiligung sehr gestiegen ist. Und was mich noch interessiert, was ist Plus? Hab ich nie gehört. Plus? Plus ist Steht das auf anscheinend ein Twitter noch? Parteienbündnis aus Piratenpartei, ÖDP und Volt. Ist ja gruselig. Die unheilige Dreifaltigkeit. Auch ein sehr interessantes Logo. Da haben sie probiert, alles so an Farben und so weiter mit reinzubringen. Ich finde irgendwie, das sieht wie ein leicht, so ein leicht sketchy Mobilfunkanbieter aus Moldawien aus. Wenn du in so einem ebenfalls leicht sketchy Kiosk auf einer Hauptstraße kaufen kannst, die SIM. Stimmt. Das sind echt krass, die 20 Euro Vibes. für 500 MB Highspeed-Volumen in Deutschland und dafür aber flat nach Transnistrien. Auch interessant finde ich, dass alles abgekackt ist und dann halt nochmal bei, also von den kleinen Parteien jetzt, die jetzt rausgeflogen sind. Und nur die sonstigen haben aber trotzdem 0,7 Prozentpunkte irgendwie zugelegt. Und die sonstigen haben 0,8% insgesamt. Also irgendwas muss sich da noch verstecken in diesen sonstigen, was halt irgendwie an Bedeutung in einem kleinen Rahmen gewonnen hat. Gibt es die Heimat eigentlich noch? Hatten die überhaupt, hatte die NPD mal früher gute Wahlergebnisse in Brandenburg geholt? Freies Brandenburg, ist das so wie Freie Sachsen? Ich habe das tatsächlich noch nie gehört. Ich wusste nicht, dass es auch ein Pardon zu Freie Sachsen in Brandenburg gibt. Okay, du würdest einfach nur, nein, sagst einfach ins Blaue hinein. Aber unklar, ob es das überhaupt gibt. Also Ostdeutschland, da gibt es bestimmt für jedes Bundesland so ein freies irgendwas, ne? So sind sie. Vielleicht hat ja auch irgendwie die MLPD ein Kunststück gelandet oder so für ihre Verhältnisse. Ich habe noch nie gehört, dass die in Ostdeutschland stark sind. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ich finde echt kein uninteressantes Ergebnis. Und wir werden ja auch noch mal jetzt kommenden Mittwoch, das kann man schon mal vorweg schicken. Da werden sich vielleicht einige freuen. Wir werden noch mal am kommenden Mittwoch über die Wahlen und die vor allen Dingen halt die Folgen für ja, die Gesellschaft und wie man jetzt als radikal Linke, als Anarchistin damit umgeht, mit halt der FOH Dresden sprechen. Und da ist wieder Wolf halt zu Gast, wo wir dann nochmal das Ganze auch sicherlich vertiefen werden und wirklich nochmal intensiver da reingehen werden und jetzt nicht nur anhand von jetzt solchen Wahlausgängen und Prognosen und so sprechen werden. Für alle, die das nicht mehr im Kopf hatten, mit Wolf hatten wir auch zu den Bauernprotesten gesprochen, als es eben auch in Ostdeutschland dann und im geringeren Maß dann im Westen auch zu einer Beteiligung von Linken an den Bauernprotesten kam. Da haben wir eben auch über die Arbeit der Grünen Gewerke in der FAU gesprochen. Also definitiv spannend. Genau. Ja, das scheint gut anzukommen bei euch, habe ich mir schon gedacht. Alle wollen den Wolf. Jawohl. Okay, das dann vielleicht als kleinen Eindruck, oder? Von jetzt den aktuellen Ereignissen. Haben wir hier mal so eine richtige Hochrechnungswahlanalyse mal gemacht. Jo, dann sprechen wir als zweites Thema für Deutschland, sprechen wir über die marode deutsche Infrastruktur, weil ja, es ist ja eine Brücke eingestürzt, die jetzt so auch dann anscheinend so ein bisschen so eine Debatte um dieses Thema losgelöst hat. Gucken wir mal in den Beitrag rein. Im Einsturz der Carola-Brücke in Dresden werden erneut Forderungen laut, mehr Geld in Deutschlands Infrastruktur zu investieren. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund beklagt, die Bundesrepublik lebe von der Substanz.
Laut einer Studie sei allein jede zweite der rund 60.000 Brücken in kommunaler Hand in keinem guten Zustand. Nötig sei eine Investitionsoffensive. Gefragt seien dabei Bund und Länder, denn aus eigener Kraft könnten Städte und Gemeinden die nötigen Milliarden kaum aufbringen. Die Ausgaben seien nötig, um den Standort Deutschland zu stärken. Auch bei der Zuginfrastruktur gibt es Investitionsbedarf. Die Deutsche Bahn steht unter anderem wegen mangelnder Pünktlichkeit massiv in der Kritik. 2023 war laut Bahn mehr als jeder dritte Zug verspätet. Ein neuer Tiefstwert. Konzernchef Richard Lutz sieht laut Medien Mängel an der maroden Infrastruktur als Hauptursache. In Kürze soll über ein Sanierungsprogramm beraten werden. Auch Autofahrer müssen immer wieder mit Verzögerungen rechnen. Laut der bundeseigenen Autobahn GmbH gibt es hunderte Langzeitbaustellen, unter anderem an Brücken. Grund dafür ist ein Sanierungsstau. Einem Bericht aus dem Jahr 2021 zufolge war rund jede zehnte der 40.000 Autobahn- und Bundesstraßenbrücken sanierungsbedürftig. Sie sollten bis 2030 grunderneuert werden. Das Sanierungsziel von 400 Brücken pro Jahr wurde aber in den vergangenen Jahren deutlich verfehlt. Viele Unternehmen und Verbände in Deutschland sehen bei der Infrastruktur Verbesserungsbedarf. Der Bundesverband der deutschen Industrie etwa beklagt eine teils unzuverlässige öffentliche Infrastruktur. Dies belaste die Industrie in weiten Teilen, nicht nur einzelne Unternehmen. Der Verband fordert Milliardeninvestitionen, insbesondere in die Verkehrs- und Bildungsinfrastruktur. Klagen kommen unter anderem auch von der Maschinenbaubranche, vom Groß- und Außenhandel und von der Digitalwirtschaft. Ja, ich meine, wir haben natürlich auch über sehr viele von diesen Teilaspekten, die jetzt hier in dem Video angeschnitten werden, haben wir ja auch schon gesprochen. Also speziell über die Bahn haben wir natürlich sehr viel bei uns geredet, aber ist schon ein bisschen schockierend, das mit den Brücken zu hören, weil das ja wirklich eine sehr massive Gefahr darstellt. Also auch tatsächlich, dass jetzt hier niemand zu Schaden gekommen ist, ist ja ein absolutes Glück gewesen. Also es gibt ja so Nachtaufnahmen von dieser Brücke in Dresden, wo dann halt wirklich so ein paar Sekunden vorher eine Straßenbahn drüber fährt und dann stürzt halt ein. Und das wäre natürlich eine sehr große Tragödie gewesen. Und ja, das ist natürlich halt, wenn halt so eine Brücke auch in der Stadt halt kaputt geht, dann, das sind ja auch Lebensadern, Brücken. So, und also ich kenne es zum Beispiel aus dem Sauerland, jetzt ist halt die so eine große Brücke bei Lüdenscheid halt gesperrt und die wird halt renoviert. Und da ist halt wirklich dann ist halt der gesamte riesige Autobahnverkehr, also mit den ganzen Trucks und so, läuft dann halt einmal durch die Stadt durch. Und das ja, muss halt einfach jetzt da zu leben, muss halt absolut fürchterlich sein. Und deswegen ist das halt keine Kleinigkeit, wenn es da so große Probleme gibt. Ne? Nee, absolut. Also das ist ja auch ein chronisches Problem, da kann ich mich noch wirklich in Kinderjahren daran erinnern, dass wir irgendwie das Radio im Auto gehört haben und es ging darum, dass immer mehr Brücken in Deutschland marode sind. Ich glaube, aktuell dürften das jetzt schon 5.000 Brücken sein, die in einem sicherheitsgefährdenden Zustand sind und eigentlich saniert werden müssten. Ich hatte das auch nochmal nachgeschaut. Nach Statista ist es wohl so, dass nur knapp über 20% der Brücken in einem guten oder sehr guten Zustand sind, ungefähr die Hälfte in einem befriedigenden und die restlichen knapp 30% eben ja gerade in einem ausreichenden und nicht ausreichenden Zustand. Also das zeigt sich ja auch schon an der Zahl, und so eine Brückensanierung ist halt auch nicht mal so eine Ebenaufgabe, weil, wie du es gesagt hast, wenn es immer wieder zu einer Sperrung dann kommt, dann sind halt alle anderen Straßen weiter belastet. Häufig verlagert sich die Belastung dann auch wieder auf andere Brücken. Teilweise hat man ja sogar eine Sperrung von einer Brücke, um sie zu sanieren. Nur dass dann über andere Brücken umgeleitet werden muss, die auch eigentlich gerade so auf der Kippe stehen. Und
Und das ist auch tatsächlich vor allem ein Problem, in dem Fall war das ja jetzt ein Fall aus Ostdeutschland gewesen. Ja, aus Dresden. Aber, genau, aus Dresden. Aber tatsächlich ist das auch eher ein Fall, ein Problem, das im Westen vorherrscht. Einfach weil viele von den Großprojekten an Brücken mit dem zunehmenden Autoverkehr nach der Wende auch noch gebaut wurden. Und in Westdeutschland der Brückenbestand einfach deutlich älter ist in der Masse. Und gerade hier ist es natürlich auch nochmal stärker befahren. Und das Ganze, finde ich, muss man dann auch da mit dazu denken, dass es auch einfach diesen katastrophalen Zustand der Bahn gerade gibt. Die kann nicht den Güterverkehr abnehmen, weil einfach immer mehr auf die Straße verlagert wurde aufgrund von Just-in-Time-Anlieferung und Rückbau von Lagerfläche. Und genauso ist es ja auch, dass der Personenverkehr mit Fernzügen auch einfach in einem katastrophalen Zustand ist. Also auch dieser individuelle Verkehr oder auch der Pendelverkehr, den kannst du ja auch nicht über die Bahn auslagern. Und genauso kommt dann noch hinzu, dass auch einfach, wie es immer so schön heißt, das Geld fehlt. Weswegen auch tatsächlich jetzt der FDP-Verkehrsminister schon darüber gesprochen hat, dass man möglicherweise private Lösungen dafür finden müsste. Was auch sonst. Und das heißt halt auch, dass es möglicherweise, und das ist ja was, was es bislang in Deutschland nicht gab, was wir ja in vielen Nachbarländern haben, dass es möglicherweise auch dann zu einer Finanzierung der Brücken über eine Maut beispielsweise kommen könnte. Das ist schon eine absurde Situation irgendwie, ne? Dass wir immer diese bescheuerte Argumentation halt haben, mit dass kein Geld da ist und so weiter und so fort. Und dann jetzt, wenn es jetzt halt zum Beispiel wieder halt darüber geredet wird, jetzt mit der Rüstung der Bundeswehr, in was halt da Milliarden halt reingesteckt werden, in irgendwelche Raketenabfangsysteme, damit jetzt und halt wirklich rauf und runter in Nachrichten berichtet wird, ja, wir brauchen noch so und so viel Milliarden, so und so viel Milliarden, um halt wieder kriegstüchtig, das ist ja tatsächlich die Vokabel, die halt benutzt wird, dass Deutschland kriegstüchtig sein muss, das reden wir immer wieder und das ist ja auch die standardlinke Argumentation am Ende des Tages, ja, für die Bildung habt ihr nichts, bei der Rüstung seid ihr fix, ja, es stimmt halt einfach und das ist halt aber auch von der reinen Verwaltung her, selbst aus so einer staatlichen Logik, aus so einer kapitalistischen Logik ja total absurd, weil wenn halt die Grundinfrastruktur, ja, was halt alleine das Verkehrswesen und so weiter angeht, also teilweise am Rande des Kollaps steht oder schon bei der Bahn kollabiert ist, dann ist ja die Sache, das ist ja total der Abfuck für die örtlichen Kapitalisten hier. So, wenn sie sich nicht mehr darauf verlassen können, ja, dass ihre Arbeiter zur Arbeit kommen, dass ihre Produktketten halt funktionieren und so weiter und so fort. Das ist ja für mich tatsächlich auch unverständlich, was das halt für eine Verwaltung sein soll. Die ist ja eigentlich genau dafür da, dass sie gute Bedingungen für den Kapitalismus schaffen soll. Und selbst aus dieser Logik stellt man sich echt die Frage, was da passiert, ja. Nee, absolut richtig. Und ich meine, das ist ja auch genau die Kritik, die, wo ich mir auch vorstellen kann, dass jetzt von so einer neuen Kraft wie vom BSW sowas dann beispielsweise gut argumentiert werden könnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass die als politische Kraft genau da reinschlagen. Aber auch darüber hinaus, jetzt mal abgesehen von eben diesem katastrophalen Einfluss, dass das dann auf die örtliche Ökonomie vor allem hat, weil gerade eben mit dem Rückgang von Infrastruktur sind es natürlich auch die lokalen, kleineren Geschäfte, die dadurch dann eben leiden. Auch beispielsweise durch die Umleitung von Verkehr durch die Innenstädte oder die fehlende Möglichkeit von Leuten dann einfach mal eben so schnell von A nach B zu kommen. Aber es ist ja auch einfach so, und das ist ja auch ganz wichtig, das dann immer zu sagen, dass es auch einfach absolut katastrophal für die Lebensqualität der Leute ist. Ich meine, solange wir hier in diesem System leben, arbeiten beispielsweise, müssen wir so oder so. Und auch wenn es für den Kapitalisten natürlich beschissen ist oder für das Unternehmen, wenn die Leute Probleme haben, zur Arbeit zu kommen, am Ende des Tages wird das auf die Arbeiter abgewälzt. Die sind die Scheiße dann damit zu tun haben, dass sie irgendwo bei Lüdenscheid erstmal eine Stunde draufrechnen können, wenn sie zur Arbeit fahren wollen.
Und es sind auch genau die gleichen Leute, die dann einfach die Scheiße am Arsch haben, wenn sie am Wochenende mal sagen, ich möchte mal das Auto stehen lassen, ich möchte irgendwo in die Nachbarstadt mit dem Zug fahren. Da fährt nichts. Dann wollen sie das Auto nehmen. Ja, Brückensperrung. Planen sie vielleicht doch nochmal eine Dreiviertelstunde extra ein. Und das ist halt die Sache. Ja, absolut. Absolut. Das muss man einfach wirklich verstehen, Das ist halt einfach die Lebensinfrastruktur, ja, die wir halt haben. Und wenn die halt marode ist, dann leiden wir materiell alle darunter. Das als Einblick. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum letzten Thema heute über. Und zwar sprechen wir tatsächlich mal wieder über Fridays for Future. Wow. Ja. Das ist doch tatsächlich eine Sache, über die man schon länger nicht mehr geredet hat. Denn Fridays for Future hat ja ein bisschen nachgelassen, sag ich mal. Wir gucken mal kurz in das Video rein. Das ist, glaube ich, ein etwas längerer Beitrag, aber so als Eindruck, weil es gab jetzt mal wieder einen Klimastreik, wo es in mehr als 100 Städten Demonstrationen gab. Vor genau 5 Jahren demonstriert. Ich mach mal nochmal. Heute, vor genau 5 Jahren, demonstrierten in Deutschland 1,4 Millionen Menschen für den Klimaschutz. Es war der Höhepunkt der Fridays for Future-Bewegung. Und heute gehen wieder Menschen auf die Straße. Bundesweit sind mehr als 100 Kundgebungen geplant. Die Demonstrierenden fordern nach wie vor einen schnelleren Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Reeperbahn-Festival Hamburg. Annika Rittmann sammelt hier mit weiteren Mitstreitern von Fridays for Future Unterschriften. Und wollen mit einem Volksbegehren im Prinzip, dass alle Hamburger darüber abstimmen können. Heute habe ich frei. Okay. Natürlich auch Menschen, die irgendwie Ausreden haben und sagen, sie haben gerade keine Lust. Ich verstehe es auch, dass man manchmal auch keinen Bock hat, über Sachen zu sprechen. Aber wir erleben schon auch viel, insbesondere würde ich sagen, vielleicht noch mal in anderen Vierteln, dass Leute auch bereit sind zu diskutieren und irgendwie sich auch überzeugen zu lassen oder auch im Zweifel sagen, will ich jetzt nicht, aber ich nehme mal Material mit oder so. Und auch wenn am Ende keine Unterschrift rauskommt, ist unser Ziel eigentlich nur, dass Menschen drüber nachdenken und drüber sprechen. Die Gespräche hier seien offener, positiver als die Diskussionen auf Social Media. Annika Rittmann ist eine Pionierin von Fridays for Future. Damals, 2020, stand sie Schulter an Schulter mit Greta Thunberg. Sie hat unzählige Großdemos mitorganisiert. Die Studentin meint, in den letzten 5 Jahren habe sich die Bewegung verändert, auch professionalisiert. Vor 5 Jahren war für viele Menschen Klimaschutz gar kein Thema. Und das war so ein bisschen so, ja, die komischen Ökos machen da irgendwie Klimaschutz und das betrifft mich alles nicht. Und inzwischen sind wir an einem Punkt, dass Menschen verstanden haben, das ist meine Zukunft und auch teilweise schon meine Gegenwart. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird es da radikal schlechter. Und das ist was, wo wir jetzt die Menschen abholen müssen, zu sagen, was bedeutet das denn konkret, Klimaschutz umzusetzen? Und da haben wir, glaube ich, einen anderen Auftrag inzwischen. Eine Erfahrung der Jungen. Ja, das vielleicht auch dazu als Eindruck. Ja, Marek, du schreibst es ja so ein bisschen, warum fordern sie nicht das Ende des Kapitalismus, statt die Autorität zu bitten, jetzt doch mal wirklich bitte das Richtige zu tun. Das ist ja das Interessante jetzt an Fridays for Future, an der Entwicklung. Ich würde jetzt mal so ins Feld springen und sagen, wo das Ganze noch sehr groß war, auch schon verschiedene unterschiedliche Tendenzen darin gab, gibt es jetzt mittlerweile in Fridays for Future eigentlich grob noch 2 Ebenen. Und die eine Ebene ist halt eigentlich eine Wahlkapelle für die Grünen, so, um das mal runterzubrechen. Also einfach die halt sagen so, ja, wählt halt irgendeine Klimaschutzpartei und geht zur Wahl und so weiter und so fort. Und ja, und dann sagen sie vielleicht noch ein bisschen, ja, könnt ihr das nicht vielleicht etwas schneller machen mit dem Klimaschutz, was ihr auch gesagt habt bei der Partei, so ein bisschen, wie das Marek jetzt meinte. Und die zweite ist tatsächlich einfach eine radikal linke Tendenz.
Weil es gab ja auch jetzt viele, viele Gruppen, die sich daraus entwickelt haben, die sowohl noch Teil von Fridays for Future sind, als auch sich daraus entwickelt haben, die dann einfach gesagt haben, okay, das, was wir halt da auf die Straße gebracht haben, das hat halt nicht gefruchtet, uns wurde halt nicht zugehört und so weiter und so fort. Wir müssen halt einen radikaleren Weg wählen und halt das Ganze grundsätzlich in Frage stellen, weil anders ändert sich halt nichts. Und das würde ich halt, also vielleicht gibt es ja noch ganz kleine Nuancen da drin, aber ich würde wirklich mittlerweile sagen, dass es diese zwei groben Tendenzen Fridays for Future jetzt mittlerweile sind. Ja, das Ganze ist ja auch häufig in einem Anschluss eben an die beiden Felder passiert. Also wir haben einmal natürlich gesehen, dass Fridays for Future auch sich an den radikalen Klimakämpfen beteiligt hat, beispielsweise den Danneröder Forst oder den Lützerath. Und dort war es dann natürlich auch so, dass die Fridays for Future Leute notwendig einfach durch den Aktivismus dort vor Ort und durch die Aktivisten vor Ort mit radikalisiert wurden. Und ist ja auch irgendwo ein naheliegender Gedanke eigentlich ist, zu sagen, kapitalistische Ökonomie und eine ökologische Ausrichtung, weiß ich nicht, ob das irgendwie so richtig gut mit den ja notwendigen Gesetzmäßigkeiten in dieser Wirtschaft, mit dem Profitstreben eigentlich so zusammen funktioniert, wenn es immer eine Konkurrenz zwischen Unternehmen und Staaten gibt. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich auch gesehen, dass die Grünen, das ist nicht einfach nur so passiert, sondern die Grünen natürlich das auch aktiv mit als eine, je nach Stadt auch als eine Art Vorfeldstruktur verwendet haben, gerade auch viele junge Grüne dort aktiv waren. Und es auch da ja ein naheliegender Gedanke ist zu sagen, wenn man in einem parlamentarischen System groß wird, im Endeffekt muss man sagen, wir hatten natürlich eine Regierungsbeteiligung der Grünen schon gehabt, nicht nur auf Länderebene, sondern auch auf Bundesebene. Und dass man dann einfach sagt, ja, dann das, was es halt immer im Parlamentarismus heißt, dann hatten die einfach nicht genug Stimmen und um das wirklich einfach durchzusetzen. Und es gab nicht genug Leute, die sie daran erinnert haben, was sie eigentlich für Wahlversprechen einzuhalten haben. Und warum die kein Ende des Kapitalismus von diesem Flügel aus fordern, das liegt natürlich einfach daran, dass sie zum einen komplett überzeugt von diesem parlamentarischen System sind. Das sind häufig sehr, sehr radikale Demokraten, die meinen, dass es gar nicht anders gehen wird, als innerhalb dieses Systems mit der Wahl und über den Parlamentarismus eine Veränderung zu bewirken. Und auf der anderen Seite, das, was wir auch beispielsweise von der letzten Generation immer wieder hören, ist es ja einfach, dass sie sagen, wir haben nicht die Zeit, um darauf zu warten. Wir können jetzt nicht hier diese ganz großen Transformationsprozesse anstreben, sondern wir müssen im Jetzt, so gut es geht, uns an die Mächtigen wenden und da irgendwie, wie auch immer, Druck auf die aufbauen. Also natürlich im Rahmen, jetzt bei den Fridays for Future, im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und dann haben wir eigentlich die besten Chancen, diese Krise zu verhindern oder abzuschwächen. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass es immer noch diese Demonstrationen gibt, selbst wenn es halt in einem sehr, sehr kleinen Umfang ist. Ich glaube, in Dortmund waren jetzt als Beispiel, glaube ich, 600 Leute auf der Straße, 500, 600 so. Das ist natürlich halt ein absoluter Schatten seiner selbst. Das liegt aber auch in der Natürlichkeit der Dinge. Wir haben auch schon ein paar Mal so Fridays for Future reflektiert, da wurde auch einfach in Teilen halt verpasst, auch so aktionsmethodenmäßig sich da auch weiterzuentwickeln und neu zu definieren, weil halt einfach diese Large-Demonstrationen auf Dauer halt, denke ich, eine Sache sind, ja, wo die Leute halt wirklich verstehen, dass es halt, auch wenn halt immer gesagt wird, dass ja die tolle Form sei, um hier so viel Mitbestimmung zu machen und sich hier Gehör zu verschaffen und dann halt auch, ja, einfach dann halt die Dinge zu verändern, dass das halt offensichtlich nichts bringt und dann bleiben die Leute natürlich auch weg. Also es verbringt nicht nichts, aber ne, wenn man halt so eine große Massenbewegung hat, wo 1,5 Millionen Menschen auf die Straße gehen und sogar halt dann noch die Jahre danach immer um den Dreh 1 Million halt auf die Straße gehen, kann man da ja daran sehen, dass der Impact davon dann relativ überschaubar ist. Aber da wird auch, glaube ich, einfach ein bisschen verpasst, sich halt zu aktualisieren und dann läuft das einfach so ein bisschen aus mit der Zeit. Das ist auch eine Natürlichkeit von so einer Sache. Aber dass es jetzt immer noch diese Gruppen gibt, immer noch diese Mobilisierung gibt, zeigt ja, was es für eine riesige Massenbewegung war. Und es war auf jeden Fall einer der bedeutendsten linken Massenbewegungen auf der Straße, die ich selber mitverfolgt habe, mitbekommen habe. Und was auch wirklich
auch für die Radikale Linke selber einen richtig krassen Impact ja hat. Also es ist halt, oftmals spricht man ja darüber, dass halt viele Leute, die jetzt in der Radikalen Linken aktiv sind, über Antifa irgendwie politisiert wurden und da halt die ersten Jahre was gemacht haben und dann vielleicht mal was anderes sich umgucken. Und Fridays for Future war eigentlich so der Punkt, wo das erste Mal in einem wirklich großen Umfang, in einem richtig großen Umfang, Leute als Einstiegsthema, ja, um es mal so zu sagen, jetzt halt Klimaschutz, Ökologie und so weiter hatten. Und das ist halt schon mal sehr spannend, weil man dann teilweise halt Jugendliche hatte, die halt irgendwie mit 17 vor Zehntausenden von Menschen schon Reden geschwungen haben, was natürlich nochmal eine andere Sozialisierung ist, als ich habe angefangen, linksradikale Politik zu machen, indem ich irgendwie mit 5 Leuten nachts durch die Straßen renne und einen Nazi-Aufkleber abkratze oder so. Ja, das stimmt. Das ist auch, das ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt, immer mit der Sozialisierung und Politisierung vieler neuer Leute in der Bewegung, auch einfach, weil ja diese Gemeinschaftsmomente dadurch geschaffen wurden und das ja auch genau diesen Trend befeuert hat. Ich denke, wir werden sicherlich, ich meine, die Klimakrise wird nur schlimmer. Das ist auf jeden Fall nichts, wo wir jetzt irgendwie die großen, wie beispielsweise bei Wirtschaftskrisen wie 2008 oder so oder mal Wahlerfolgen von rechten Parteien, wo das sehr wellenförmig ist, sondern das ist immerhin eine Konstante, die wir haben, oder mit Krieg oder irgendwas, da haben wir eine Konstante, da können wir uns sicher sein, es wird immer schlimmer und wir gehen immer weiter auf Zeiten der Unbewohnbarkeit der Erde zu. Dementsprechend werden wir da auch immer wieder neue Wellen von linken Bewegungen, die sich dem ganzen Thema widmen, sehen. Zumindest eine Konstante im Leben. Was ich nicht so schön finde, ist, dass die, wie es auch schon angemerkt wurde, jetzt auch noch anfangen, die NGO-Methoden zu machen. Also. Ja, also. Auf der Straße abfangen und belabern. Das habe ich ja auch schon mal gesagt, einfach aus einer persönlichen Perspektive. Für andere linke Kräfte sorgt das nur dafür, dass noch weniger Leute bei unseren Ständen stehen bleiben und mit uns reden wollen. Ich glaube, wir sind durch, mein Lieber. Ja, da hast du recht. Hast du ja noch irgendwelche anderen schönen Nachrichten für uns, nachdem wir uns jetzt schon hier dem großen Revival von Fridays for Future gewidmet haben? Also tatsächlich habe ich 2 kleine Nachrichten noch mitgebracht zum Abschluss, und zwar eine damit irgendwo auch zusammenhängende Geschichte, und zwar ein größerer Erfolg, würde ich sagen, von der FAU, den ich mitgebracht habe. Und zwar hat hier die FAU in Jena an der Uni für eine Klimaaktivistin mit dem Namen Ellie, wird ja auch erwähnt, 17.500 Euro erstritten. Da wurde halt ein Arbeitsvertrag dann anerkannt. Und das ist einmal eine sehr große Summe für einen Individualkampf. Und dann hat es tatsächlich auch halt eine größere Bedeutung noch über diesen reinen Arbeitskampf hinaus. Deswegen halt auch dieser Zusammenhang jetzt zu Fridays for Future und dem Klimaaktivismus, weil es ging halt eben um entsprechende Vorstrafen aus dem Klimaaktivismus und damit zusammenhängend ein Arbeitsverbot. Und das ist halt sehr interessant, weil das halt, finde ich, nochmal betont, dann halt auch, ja, wie man selbst im Kleinen dann halt auch so Arbeitskampf, Gewerkschaftsarbeit, basisgewerkschaftliche Tätigkeit auch mit Klimaaktivismus und Kampf verbinden kann und wie das halt auch gelingen kann über die FAU. Also wenn da vielleicht einige frustrierte Fridays for Future-Aktivistinnen zuschauen, könnt ihr euch ja mal angucken bei der FAU, kann man dann vielleicht auch den nächsten Schritt wagen. Und als zweites habe ich euch noch mitgebracht, dass es in Rostock einen neuen Aufbau von einer spezifisch anarchistischen Organisation gibt. Und da ist auch am 27.09. ein offenes Treffen, wo, wenn ihr da aus der Region kommt, sicherlich es sich lohnt, vorbeizukommen und ja, mit den Leuten zu diskutieren, ins Gespräch zu kommen und vielleicht zu schauen, ob das für euch was ist.
Das sind noch schöne Nachrichten. Ja, und Lana, ja, erstmal immer. Nightmare. Kurz noch. Genau, kurz. Spezifisch bezieht sich einfach darauf, das ist ein, im Prinzip ein Sprech aus dem Espezifismo. Also, da geht es einfach darum, dass es halt ja eine spezifisch anarchistische Organisation, also eine Organisation, die sich explizit auf den Anarchismus beruft und sich halt eben in der Tradition von so Espezifismus, Plattformismus sieht. Im Endeffekt könnte man auch einfach eine plattformistische Organisation sagen. Ja. Da gibt es dann immer manche Leute, die schätzen diese feinen Unterschiede da, wo sie auch nicht existieren. Wie es bei den Amish war, kann ich nochmal genauer. Ganz wichtiger Seitenhieb. Ja. Ja, man braucht auch seine Seitenhiebe untereinander, ne? Wie es bei den Amish genau war, kann ich dann auch nochmal in Ruhe wann anders erzählen. Ich, das Einzige, was auf jeden Fall sehr auffällig war, war, dass die Leute sehr freundlich waren. Und ich habe mich dafür falsch gekleidet, denn alle waren schwarz gekleidet und ich war der Einzige, der in einem komplett beigen Outfit, beige-weiß, dahin gekommen ist. Wurde auf jeden Fall sehr, sehr lange von den jungen Leuten angestarrt. Ja, in dem Sinne würde ich dann auch sagen, schön heute den ersten Überblick aus Kanada mitgemacht zu haben. Ich hoffe, ihr habt weiterhin eine gute Woche und dann sehen wir uns vielleicht, also ihr seht Marian auf jeden Fall, mich dann vielleicht auch am Mittwoch wieder. Ja, war gar nicht so holprig, wie ich dachte. Also es hat einigermaßen doch, ist es über die Bühne gegangen. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, auch von mir, wir sehen uns dann Mittwoch und ja, Glück auf, kommt gut in die neue Woche. Glück auf.